Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3, Folge 8. So, den Konvoi angreifen. Charles, you and Williams serve as vanguard. Let no man reach us. What about me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. We can't chance an inspection of the gate going wrong. I'll see you safe. You have my word. Do you know anything of Silas' operation? How many men we might expect? The nature of their defenses? Der siebenjährige Krieg. Datum 1754 bis 63. Sind eigentlich 9 Jahre. Naja. Dies ist einer von vielen Kriegen in der langjährigen Rivalität zwischen Großbritannien und Frankreich. Nun, du magst es Rivalität nennen. Ich nenne es einen Krieg des Intellekts gegen ein unbewaffnetes Land. In einem diesem speziellen Krieg ging es darum, welches Land die größte Kolonialmacht hat. Natürlich reicht es nicht aus, dass Briten und Franzosen gegeneinander kämpfen. Sie berieten eine Reihe von nordamerikanischen Indianervölkern auch an dem Krieg teilzunehmen. Der Krieg begann in Kolonien, breitet sich aber bis nach Europa aus, bis du darauf zu sprechen kommst. Ja, ich weiß, dass die angenommenen Daten sich mir über 7 Jahre erstrecken. Das habe ich ja schon gesagt gerade. Gell? Der Konflikt begann 1754, aber erst 1756 erfolgte eine offizielle Kriegserklärung. So, Mahlzeit. Aber schön, dass dir aufgefallen ist. Du Streber, ich wette, du warst in der Schule sehr beliebt. Ah. Ach, Streber. Ich bin jetzt kein Streber, ne? Wie sehen Streber aus, ne? Streber petzen alles, ne? Ja. Die ganzen Lehrer. Die lernen daheim immer, haben nichts anderes zu tun, als zu lernen, ne? Ja, man weiß es nicht, aber man munkelt. Man kennt es ja, wie Streber aussehen, ne? Ja, die lieben immer Lehrer und so ist das. George Washington hatte die Ehre, die eigentlichen Kampfhandlungen zu beginnen, auf Befehl natürlich. Er wurde ausgesandt, um ein Fort in einem unbestrittenen Gebiet zu erreichen. Dabei lief eine französische Patrouille über den Weg. Washington griff an, die Franzosen schlugen zurück. Die Briten hakten nach, nachdem sie 2 komplette Regimenter regulärer Truppen entsandten, und so fing alles an. Die Briten kämpften bis etwa 1758 auf verlorenem Posten, bis sie einen neuen Premierminister bekamen, der entschied, dass die Finanzierung des Krieges höchste Priorität genießen müsste, vermutlich wegen einer Abneigung gegen die Franzosen. Vielleicht hat er mal verdorbenes Baguette gegessen. Dank der neuen Unterstützung konnten die Briten mitsamt ihrer indianischen Verbündeten den Kolonialmilizen langsam aber sicher Boden gut machen. Am Ende wurden die Franzosen fast aus allen ihren Besitzungen natürlich der Karibik vertrieben. Das ist etwas, was wir tagt das ganze Jahr. Was wir Briten mit ganz speziellen Feiertagen zelebrieren, er heißt jeden Tag das ganze Jahr. Also haben die Briten gewonnen, doch sie saßen auf einem riesigen Berg Kriegsschulden. Sie versuchten, das diese mit Steuern zu begleichen, die es vor allem bei den Kolonialisten eintreiben wollten, die sie gegen die Franzosen verteidigt hatten. Ansonsten hätten diese jetzt den ganzen Tag Zwiebeln essen und dabei "Oi, Sir, non, Sir" sagen müssen oder "Oui". Aber die Kolonisten weigerten sich. Dies führte zu einer Reihe von Protesten und Aufständen und schließlich zur amerikanischen Revolution. So viel zu Dankbarkeit. Tut alles. You must be rather important to him if you had given your own escort.
Sir, we've enemies ahead. Shall I engage? No. Let Jonathan and Thomas take care of me. As you wish. I wish you'd trust us. Though I suppose it's only natural for you to be wary. So be it. LB drücken, um den Angriff von der Entdeckung zu starten. Engage the enemy! Say the word, and I'll cut them down. One moment there. Me and you. Engage the enemy! Come, looks like you're to be your reaper. Heute tust du den Sensen. Ja, der Undertaker. Rest in peace. All clear. Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on, then. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Let her go. She'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. Make no when you're ready to strike. Ja, die Gefangenen ungefähr mit den Grafen und töten Heimstatten dann auf. Jo, das werden wir dann mal erledigen, gell? Boston Neck. Im 18. Jahrhundert war der sogenannte Boston Neck, halt zum Boston, der einzige Landweg in die Stadt. Man spricht ja gerne von Herzen Afrikas und den Schoß Europas, wie wunderbar das Boston ein Hals spendiert bekommt. Über den Landweg wurden Schutzmauern erbaut, um die Stadt vor einem Landangriff zu schützen, etwa wie eine Halskrause. Lol. Als im Jahr 1775 die Belagerung von Boston begann, befahl Gouverneur Gage, die Befestigung zu erweitern und zu stärken. Bald wurden sie bekannt als Gage-Linien. Ab dem 19. Jahrhundert begann man, am Boston Neck Land aufzuschütteln und ihn so zu erweitern, um der Stadt mehr Platz zum Wachsen zu geben und wahrscheinlich auch, um den Verkehr hinein und heraus etwas zu entlasten. Schließlich hat die Gefahr eines Landangriffs auf Boston inzwischen deutlich nachgelassen. So. Ah, das ist, ob es normal ist, beziehungsweise gerade bis so an. Still und heimlich und ich weiß nicht. It's about to get legendary. Pa 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 pa.
Mahlzeit. Guten Morgen. So, was wird jetzt noch gekippt? Och, Mann. Ich bin jetzt still und heimlich. Also, aber ich bin dasselbe. Und die gleiche Kacke. Wo die Video stehen bleibt. Guten Tag. Oh, seid ruhig. Mahlzeit. So. Jetzt mache ich mir erstmal einen Hobel klar. Guten Tag. What are you talking about? Stop slouching, soldier. I said prisoner. Stop slouching. Then who are you to tell me what to do? Good friend of Mr. Fanch. Oh, I think you like lieber hier unten lang. Geh doch normal runter, du Dummkopf. Vorne geht aber zum Schiff drauf. Ja, jetzt mal alle von neu, das gibt's doch gar nicht. So, dann hier. Zwei. Scheiße. Geh weiter. Du denkst, es geht was? Schau
Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge.